Das war klar. Warum auch immer, warum mache ich das überhaupt? So, willkommen hier zur Minecraft WG. Zusammen mit dem, der dazwischen labert, den Mief. Hallo. Dann die Julia ist da mit dabei. Hast du jetzt überlegen müssen, wie ich heiße? Nein, ich bin gerade einen Schritt zurückgegangen und habe dann schon was, was ich nicht und weißte. Die Ria ist heute leider, krank. Schade, Ria, tut uns leid. Aber wir haben unseren ersten Gast dabei. Da, den Struppi. Hallo, Struppi. Hallo, es ist mir eine Ehre, mit euch hier zu sein und auch für alle Zuschauer. Also, ihr merkt schon, er ist nicht aus Mitteldeutschland. Das meine Hunde sind weg. Es das könnte heute 50% bayerisch WG. Stimmt, das ist 50% bayerisch WG. Ach, das ist das ja sowieso immer. Werden. Ist ja eigentlich immer. Ja, gut. Ria kommt auch aber, daher. Also, aber heute hört man's. Ja. Ich jetzt das Salz da wieder da. Scheiße, jetzt muss ich Salzwasser saugen. Das wird schön. Also er kann natürlich, er ist ein bisschen mehr dialektisiert als, dialektisiert, habe ich gerade erfunden, als Ria. Aber das ist ja kein Problem. Ihr kennt ja den bayerischen Dialekt. Was war das hier? Ach, das ist ja, der Pfirsich muss noch wachsen, ich sehe schon. Meine Hunde sind weg. Das Salzwasser kannst du einfach in den Fass reinkippen, ne? Dann ja, musst du ich bin trinken. Aber weit, weit weg von daheim. Wo sind denn meine Hunde? Ich lauf schon mal die Felder ab und schau mal. Ja, weit weg. Also wir haben mittlerweile, ja, keine Bäume mehr vor der Tür. Puff. Also er wird sich hauptsächlich darum kümmern, ein paar Ressourcen zu beschaffen, damit wir nicht ganz so viel machen müssen. So war der Plan. Ja, genau. Ressourcen sammeln. Denn eigentlich sind wir faul. Und wenn ihr auch mal Gast werden wollt und unsere Faulheit unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Ja, wir suchen eigentlich immer Leute, die für uns die Drecksarbeit machen. Genau. Ich suche übrigens noch jemanden, der meine Videos schneidet. Also ihr könnt euch gerne freiwillig melden. Ich kann die höchstens sehr schneiden, wie wär's damit? Das mache ich ja schon regelmäßig, das ist nicht nur gut. Ach so, kommt nicht so gut das Stuff bei raus. Ja, also Essen wird wohl nicht so schnell fertig. Doch, warte mal, da eins, zwei, nee, das mache ich noch nicht. Endlich, wenn ich fertig. Aber ich würde sagen, unser bayerischer Gast darf sich auch noch mal kurz vorstellen, wie er so seinen Namen und Alter und was er so macht. Kann er ja mal kurz erzählen. Hallo, hallo, haben wir gehabt. Hallo hatten wir schon, Ich bin der Struppi, bin auch, wenn man es unschwer zu behören, aus dem Oberbayerischen. Und ja, hab den Vierer schon vor mir. Hab den 40. hinter mir, sagen wir mal so. Der was denn? Wie viel hast du hinter dir? Jetzt ernsthaft, du verstehst selbst das nicht, Brother? Er hat gesagt, dass er alt ist. Mann, oh, man kann 40-Jährige nicht beleidigen damit. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich bin nicht mehr der Älteste, das ist eine Scheiße. Ja, ich weiß schon, dass ich fast keine Haare mehr habe. Eine andere Frage, haben wir noch Keramikgefäße irgendwo? Meine Hunde sind verschwunden. Boah, das ist eine gute seit Frage. Dem letzten Login. Sind Julias weg. Hunde sind verschwunden. Sie hat keine Hunde mehr. Ach, da ist der Steven wieder. Keramik. Da oben drin. Hier, da. Oh, ja, okay. Da sind noch ein paar drin. So, wie viel darf ich da jetzt 100. an OZ immer in so ein Ding reinfüllen? 80. Nicht mehr. Also ist, am besten so 79 irgendwas. Dann. Oder genau 80. Und was ist, wenn man mehr rein? Mehr funktioniert nicht. Aber du kannst halt 4x80 reinpacken. Ja, nee, ich hab ja 79, 69, 59. Ja, ist auch noch. Hau einfach erstmal rein, was du da so hast. Das passt schon. Hauptsache es zerfällt nicht so schnell. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Ja, Paprika. Mach ich jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss irgendwie warten, dass die Felder fertig werden. Das dauert aber noch ein bisschen. Also, ich weiß halt nicht, wo die hin sind. Die sind weg. Futsch. Ja, dann, Ich meine, ich könnte jetzt rein theoretisch nochmal zu den Portpunkten porten und hoffen, dass ich sie irgendwo da unterwegs aufgabele. Zu den Portpunkten porten. Aber dafür muss ich jetzt erstmal nach Hause gehen, weil sonst darf ich noch nicht porten. Ist auch nicht so einfach mit deinen Hunden, ne? Das ist nicht so einfach. Vor allem, wieso sind die jetzt weg? Die waren letzte Folge noch da. Du.
Vielleicht sind die despawned, das kann passieren. Pass auf, ich guck jetzt in die Folge von letztens. Da guck ich jetzt rein. Guckst du? Also es ist möglich, dass die Viecher despawnen, auch wenn die dir gehören. Das ist irgendwie so ein Terra Firma Craft. Ah, das muss ich aber irgendwo hinpacken. Also Ende der letzten Folge waren die genau hinter mir. Oh, toll. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte irgendwas Produktives tun, ich hab's aber wieder vergessen. Das heißt, ich laufe einfach nochmal. Das will ich schon seit Wochen und ich mache nichts Produktives. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man schöne Sandwiches macht. Das weiß ich dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, das dauert. Das guter Koch will Weile haben. Ja. Dafür weiß ich mittlerweile, wie man Kühe zähmt und so ein Kram. Ich bin jetzt also mehrere Folgen lang von ganz weit weg extra zu Fuß nach Hause gelaufen, damit die Hunde endlich mal zu Hause ankommen, damit ich jetzt feststelle, dass sie nicht mehr da sind. Ernsthaft? Jute, haben wir noch Fässer? Ich bräuchte mal ein Fass oder so, oder zwei, drei. Musst du welche bauen. Ja, Julia, okay. Das ist natürlich scheiße. Gelaufen. Ja, definitiv. Ich bin gerade dezent verarscht von diesem Spiel. Heißen die hier auch Fässer? Was? Oder sind das... Nee, guck da schnell welche rum, Mensch. Guck, wie sie heißen. Da, Eichenholzfässer. Heute geht das aber auch los, ey. Junge. Ah, oh, schön. Ich glaube, ich sterbe bald mit dem ersten Tod. Jo. Also. Das fängt ja gut an, ne? Gut. Weil deine Lieblingstiere, Tierchen mich umarmen. Bären. Hä? Mücken. Ja, Mücken. Ja. Mücken. Ja, habt ihr eben kein Schwert oder so gekriegt? Nö, wie sollen wir? Wow. Also an der Wand. Ich hab jetzt nur Hacke genommen. An der Wand hängt noch eine Waffe, also noch mehrere. Wir haben ja gesagt, der kann sich daneben. Achso, das weißt du noch gar nicht, weil du hast wahrscheinlich die Folge noch nicht gesehen, was da passiert, wo du gerade rumläufst. Hier. Was wollte ich denn jetzt tun? Strubbi. Hier, wo diese... Ich hab was dabei. Ne, ich wollte nur sagen, hier, wo die Wege sind, hier, du siehst, hier ist schon was geplant, wie man sieht. Hier kommen Obstbäume hin. Ich hab's letztes Mal aufs YouTube-Video gesehen. Achso, alles gut, dann habe ich ja nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Meine Hunde. Ja, ein Fass. Ja, stell ich ihn einfach mal hier hin. Kann man später wieder abbauen. Da oben sind ganz viele Mücken, da gehe ich nicht hin. Ja, ich habe auch nur 50 Leben, also meine Lebensanzeige steht immer an der 50. Okay. Das ist nicht viel. Die Mücken waren tödlich. Ja, die Mücken sind ekelhaft, richtig ekelhaft. Ich habe keine richtige Rüstung mehr an, sehe ich gerade. Und nehme meiner Meinung nach viel zu viel Schaden. Also. Habt schon recht in die Videos. Ja, also ich bin echt der Meinung, dass die einfach herausgepatcht gehören. In 8 Stunden kann ich dann da das rausnehmen, okay. Die wird abgeschwächt. Und hier kann ich auch nochmal Jutefasern reinknallen. Ja, aber ich denke nicht, dass wir das per Hand ändern könnten. Deswegen einzig, was wir machen könnten, wären die halt komplett rausmachen. Da war ja was, das habe ich vergessen. Das wollte ich doch machen, ne? So, ja, jetzt muss ich warten, bis ich Jutefaser habe und dann gehe ich mal eben die Kühe holen, die hier in der Nähe waren. Hier waren Kühe in der Nähe? Ja, ich glaube, hatte letztens auf einer Insel, glaube ich, welche gesehen. Das ist doch gelogen, das weißt du doch. Nee, letzte Aufnahmesession war das, glaube ich. Wenn du willst, kannst du mir die Koordinaten beigelegen. Merk dir die Koordinaten, dann hole ich sie. Mega, ne? Ja, ich würde sagen erstmal Holz, das ist erstmal wichtiger als... Ja, ich bin auch schon beim Holz dran. Da brauchen wir eine Menge von, auch fürs Essen machen dann demnächst. Wir haben übrigens auch ein bisschen Brot in der Versorgungskiste. Wow, Brot für die Bäcker. Du hast Brot gemacht? Ja, ich habe Brot gebacken. Mief der Bäcker. Ja. Tatsächlich habe ich sogar wirklich Ahnung davon. Also bezüglich der gewissen Sauer, werde ich euch mal fragen, wo das Zeug zu haben ist, dann werde ich dann hinlaufen und so weiter und dann das holen. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht, ich habe nicht zugehört. YouTube. Also, achso, du hast auch nicht wirklich zugehört. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie im Workflow drin, das ist irgendwie ein bisschen schlecht.
Ich arbeite weniger, höre immer zu, das ist, glaube ich, besser. Produktiv, oder was? Ja, ich bin produktiv, das stimmt. Das ihr wisst doch gar nicht, was das ist. Ihr habt das doch vorhin noch erst googeln müssen. Ja, wir haben tatsächlich. Wir haben es halt wirklich gegoogelt. Wir haben es halt wirklich gegoogelt. Ja, aber tatsächlich vor der Folge gemacht, tatsächlich. Es war nur irgendwas mit fruchtbar, damit konnte ich was anfangen. Ja, das reicht ja auch. Ja. Das Wichtigste. Ich weiß jetzt, ich bin fruchtbar. So, das war mein. Moment, ich habe drei Kinder. Ich wusste vorher schon, dass ich fruchtbar bin. Okay, so. Ja. Wir könnten demnächst übrigens mal bessere Werkzeuge gebrauchen. So ist der Satz richtig. Reichen unsere, die wir geklaut haben, aus den Dungeons nicht mehr? Wir waren übrigens schon lange in keinem Dungeon mehr. Wir sollten vielleicht mal wieder in ein neues Dungeon gehen, irgendwo weit weg und ganz tief runter. Vielleicht finden wir ein neues. Tief runter ist das Schwierige. Wie sollen wir das denn überleben? Ja, das ist irgendwie die andere Frage. Gut. Gar nicht. Wir sterben einfach wieder tausendmal. Ah. Zwiebel. Zwiebel. Oh, Zwiebel. Wir waren doch schon fertig. Unser nächster Gast darf übrigens dann am Sieb stehen und darf dann erstmal, keine Ahnung, Stacks Erde durchsieben. Oh, scheiße. Das wird lustig. Das ist auch eine geile Aufgabe. Man könnte auch gleich drei Gäste so einladen, drin, viel Erde hinpacken, dann können die sich im Kreis stellen und sieben. Müssen wir noch ein paar Siebe bauen, aber. Ja, gut, ein Sieb zu bauen ist jetzt nicht so schwer. Wir brauchen da einfach nur Fäden für. Oh joa. Das kriegen wir schon hin. Ja, es wird allmählich dunkel in. Ja. Ihr habt doch alle euren Schlafsack dabei, ja? Ja, ja. Hm? Gut. Wie sie es gehört halt, ne? Ja, ich bin in Nebenbettchen. Ja, Schlafsack funktioniert aber auch. Dann brauchst du nicht unbedingt in der Nähe vom Bett stehen. Noch ist es nicht dunkel genug zum Schlafen. Das stimmt. Jetzt ist es dunkel genug zum Schlafen. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich schlafe einfach vor Rathas Turm. Oh. Das ist schön im Schatten des Turmes. Ich schlafe in meiner Backstube. Alles klar. Du hast eine Backstube? Guten Morgen. Morgen. Nee, irgendwie noch nicht. Ich hätte das guten Morgen schon verpasst, ich bin schon wieder am Holzhacken. Ja, Holz brauchen wir echt ohne Ende, das ist halt. Ja. Brauchst du ja für jeden Kram. Oh, Maiskölbchen. Oh, dann nehme ich mal mit. Maiskölbchen kann man immer gebrauchen, oder? Ja, bring einfach alles an Samen mit. Schon finde. Wenn ihr Gerste und Weizen und so findet, das auf jeden Fall mitbringen. Das brauchen wir, also so nächste. Gerste und Weizen. Ich habe gerade ganz viel von so einem Zeug gesehen. Gerste, Weizen, Roggen und so ein Kram. Also hier diese ganzen. Warte, da muss ich noch ein Stück zurücklaufen. Da habe ich ganz viel von gesehen. Ich habe extra stehen gelassen, weil ich dachte mir, scheiße, brauchst du nicht. Das ist halt, brauchen wir halt, um die Tiere und so zu füttern und zu zähmen und so ein Kram. Und ich habe eigentlich alles, was wir bis jetzt erstmal hatten, damit wir was zu fressen haben, verarbeitet. Ist ja richtig so, ne? Erst wir, dann die Tiere. Genau. Wir haben ja noch keine Tiere, deswegen passt das schon. Aber nächste Saison sollten wir dann gucken, was wir zu füttern haben. Aber das Getreide werde ich dann bei Gelegenheit brauchen. Morgen Weizen. Wenn du Rindviecher besorgen willst, ja. Also man kann die schon so mitnehmen, das geht mit einem Seil ganz einfach. Einfach mit einem Seil so. Kannst die mitbringen, aber halt um die zu tamen und so ein Kram, brauchst du halt dann jede Menge Weizen, Roggen und so ein Kram. Okay, dann hat sich auch der Mief damit wieder beschäftigt. Okay. Ja, habe ich heute gemacht, so 20 Minuten vor der Aufnahme. Ja, ich habe schon wirklich nachgeschaut, was ich brauche, damit ich die Fischerei herbringe. Warum habe ich zwei Schlafsäcke? Jute ist schon fertig. Ist egal, wir brauchen eh noch so viele Schlafsäcke, wie es geht. Ein paar Gäste werden so vergessen, die Schlafsäcke dann irgendwann mal rauszupacken. So, warte mal, wie war das nochmal mit Seil so? So, Weizen da. Weizen. Ich will mein Crafting-Feld erweitern. Wie geht das nochmal? Du brauchst vier Holzblöcke. Genau, als würdest du eine Workbench bauen. Genau. Ja. Ich brauche nichts erklären. Das ist cool. Ja, man baut eine Workbench und dann ist fertig. Ja, so funktioniert. Ja, genau. Ich habe jetzt nicht ganz genau gewusst. Ich habe mir jetzt schon ein wenig eingespült, aber. Einer gespürt. Reingespült. Einer gespürt. Vier Blöcke Kieferbretter, oder? Was ist mit Kiefernbretter? Blöcke Kiefernbretter.
Kiefernbretter. Ja, egal, was du wollte. Ja. Ja, ich hab gerade Kiefer im Angebot. Cool. Wie viel kostet's? Gibt's umsonst, muss man einfach nur abbauen. Ach so, deswegen ist es im Angebot. Ja, man muss selbst arbeiten, das ist scheiße. Kann arbeiten. So, da rein. Übrigens, meine ersten Brote sind so dunkel geworden, ich glaube nicht, dass man die noch essen würde, so als... Hast du sie zu lange drin gelassen? Ja, einen kleinen Moment, aber die kann man noch essen. Ich weiß noch nicht, ob das gesund ist, aber... Alles egal. Ja, also wir sollten auch Schweine und so einfangen, irgendwie demnächst mal, und damit wir halt wunderschöne Sandwiches irgendwann machen können. Die bringen nämlich halt alles so auf Mal bis auf Milch und Frisch. Schweinefleisch, oder was? Ja, oder Rindfleisch, aber Rinder sind ja erstmal interessant wegen Milch. Ich habe gerade Schweinefleisch weggeschmissen, weil ich ein Schwein getötet habe und. Ja, gut, ein Schweinefleisch bringt jetzt nicht wirklich viel. Ja, das waren drei volle OZs voll. Das ist ja. Oh, ich habe Jute. Ich muss erstmal wieder Jutefasern machen. So, ich habe jetzt schon 28 Samen für dein Weizenzeug. Kann ich das nicht. Irgendwas backt hier. Ja, der Briefbote. Also, ich weiß, was noch backt. Ach, die Aufnahmesession, die ist irgendwie schon über 15 Minuten her. Oh. Ja, dann. Ja, dann bis morgen. Genau. Tschüss.